Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich wollte gerade Rainbow Six Siege sagen, aber Ark Survival Evil. Und wir haben unsere Base gefunden. Nach ca. 20 Minuten Suche haben wir es gefunden. Und ich habe gerade auch gesehen, dass in der Nähe in der Nähe im Halt sogar ein paar Albertosaurus waren das. Irgendwie so. Irgendwas ähnliches wie T-Rex. Irgendwie sowas. Frag mich aber nicht, was das jetzt eigentlich war. So. Ja, wir haben ja hier unser schönes Gehege eigentlich fertiggestellt. Nervt mich nicht. Und man sieht. Boah, schon viel Muni. Ja, wo geht der hin? Brachio. Der Bronto. Ach, hier haben wir Brontosaurus. Mann, ich vergesse das immer wieder. So, gleich mal ein Bett hier reinbauen. Wo ist denn das Bett? Da. Gleich einmal mal ein Bett noch hier zu. Können ja auch ein paar Wände haben. Noch, Strohrahmen. Strohdächer. Jetzt hier was Strohtürrahmen. Ein Strohdach haben wir hier auch. So. Haben wir hier ganz viel Krimskrams wieder. Wollen wir natürlich nicht brauchen. Wie das, so wie das. So. So, hier muss ja auch noch ein Dach hin. So. Natürlich auch weg. Holzkohle, nö. Stroh. Ich habe mich schon wieder vergessen. Ich vergesse immer das. Okay. Ich mach's jetzt. Wir haben noch noch ca. 15 Minuten. Das mache ich jetzt. Schnee einstehen. Timer. So, habe ich jetzt gestellt. Man muss ja auch planen, ne? Weil man muss ja auch mal gucken und ne?
wie man eben halt aufnimmt und alles. Das ist dann eben halt nicht so einfach. Jetzt haben wir mal wieder Scheiße drinne. Also 6. Okay. Jetzt haben wir ja noch die Tür. Okay. So, jetzt schmeißen wir erstmal die ganze Scheiße hier wieder raus. Dit, dit, dit. Dies, 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 dies und dies. Was sollte eigentlich noch gehen? Uns fehlt mal wieder eine Wand. Ups. Okay. Viel mal. Natürlich mal wieder Scheiße hier drinne. Ich kann mich mal wieder nun nicht bewegen. Das ist der Vor- Nachteil, wenn man eben halt sich dort die Scheiße ersteht. Wollte nur eben halt eine Überdachung. Oh. Ja, das ist immerhin jetzt vielleicht nicht so ideal. Das meinte ich. Egal. Ja, wir haben ja diese ganze Scheiße jetzt hier. Oh, Alter. Okay, ich wiederhole es eh nicht mehr. Es hat ja eh keinen Sinn eigentlich. Ne? Dit. Das so, jetzt können wir uns aber auch wieder bewegen. Vielleicht nicht wie sonst, aber naja. So. Hier kann man dann sitzen, ist ja schön, oder? So. Das dazu. Das dazu. Nee. Dann gehen wir mal auf Jagd. Dinosaurierjagd. Ne?
Wollen wir denn so? Also wir sollen ja jetzt im Moment. Allgemein erstmal irgendwie. Was? Rubiba. Warte mal. So, komm mal her. Passt perfekt bei uns rein. Weil du kannst dann bei uns im Wasser sein und kannst eben halt Holz produzieren. Also ein Biber ist eigentlich perfekt für Holzproduktion, ne? Es ist eigentlich immer regnen, ich hasse Regen. Das Glas passt nicht. Sie hätten das Glas einmal draußen lassen sollen. Okay, oben ist ja so ein Trick. Klar, ich hätte jetzt auch eigentlich immer durchs Tor gehen können, aber ich will es nicht. Ohne Energie, ohne Energie. Schön, deine Energie funktioniert aber auch nicht. Warum? Warum muss denn direkt hier da drinnen mitten bei mir die Scheiße sein? Also Fischtiere und so können da hier rein. So ist ja jetzt nicht lange, aber dann haben wir eben halt unseren Biber. Komm her, Biber. Komm her. Komm her. Ja. Nö, Server ist nicht down. Kann nicht. Okay. Wir gucken mal, ob das Herr jetzt abgeschmiert ist. Unser Server ist abgeschmiert. Ich weiß nicht warum. Ist neulich da. Nö. Hätte sein können. Okay, kann ja mal passieren. Ist ja nicht so schlimm, ne? Ist ja jetzt nicht so tragisch. Tag 497, klar.
wir bauen ja den Jurassic Park nach. Also, wir wollen es zumindest klar. Der Dirt Parade ist ein. Denk mal. Also, er spricht Englisch. Denk mal, er ist Amerikaner. Hat 133.000 Abonnenten. Seine Videos von Ark haben manchmal 200.000, mal 400 oder sogar mehr. Und, er zeigt auch mal geile Bases. Manchmal sind sie wirklich unglaubwürdig. Also, meine eben halt so. Ja, wie soll das denn bitte passiert sein? Also, wie sollte das funktionieren? Außer, das dauert ja dann Monate. Klar, man baut Monate an seiner Base. Also erstes ja eben halt immer meistens, ja, Bett, also erstmal alles in Holz, also erstmal, hört sich leicht an, aber die Tiere kommen noch dazu. Und wenn du immer, egal wo du spawnst eigentlich, Velociraptoren sind meistens da und die töten dich aber auch schnell. Die töten dich ein paar Sekunden und dann bist du tot. Weißt du? Okay. Kollegen, ich guck einmal nochmal kurz und sag euch dann wieder Bescheid, wenn die Folge weitergeht. Wir sehen uns dann, wenn wir wieder auf dem Server sind. Ciao. Also, ich bin jetzt hier kurz, solange mein Server immerhin neu startet, gehen wir einfach mal kurz auf einen anderen Server, den ich einfach mal so, um zu gucken, ob es den Server von mir überhaupt gibt. Gibt es, aber ich muss eben halt dies, das gucken und so, ne? Ja. Und, ja, die Story überhält bei mir die Mods. Also, Salan, klar, mit Mods ist armer geil, macht so viel Spaß, ne? Aber, ich verstehe nicht, wie man das überhaupt alles hinbauen soll. Also, klar mag ich das eher, wenn man jetzt auf so einem Server spielt, ne? Weil es macht einfach mehr Spaß, finde ich dann, und, dauert aber. Ja, moin! Ja, moin! Ja, moin! Ja, wo bin ich denn hier? Alles klar. Alles klar. Die Folge ist ja hier mit ja zu Ende. Also, wir gucken hier nochmal kurz. Okay. Wäre irgendwie bekloppt, wenn wir jetzt. Wäre irgendwie auch bekloppt, wenn man. Nervös. Irgendwo hier oben baut. Macht für mich keinen Sinn, finde ich. Weil. Ich spawn die Leute, ich würde niemals am Spawn irgendwie was machen. Wow, ich bin tot. Okay, ich dachte ich. Lol.
Warum ist dort ein Indominus Rex? Erstens, wie kommt hier ein Indominus Rex drauf? Also ich denke mal, das hat fast eigentlich jeder Server. Also, selbst ich habe ihn. Lol. Alles klar, der Indominus Rex. Hier sehen wir unseren Indominus Rex, ja, fast 1000 Kilometer hoch ist. Nein! Okay. Ciao, ciao! Wir gehen wieder auf unseren TS-Server. Ciao.